6. März, kurz vor der neuen Season, spielen wir nochmal Rainbow Six Siege im benutzerdefinierten Spiel. Kein 1 gegen 1, wir zeigen euch heute einen kleinen Glitch, den keiner von euch erwartet hat. Der Glitch wird wahrscheinlich in ein paar Stunden nicht mehr existieren und präsentieren, um euch darauf vorzubereiten, dass wahrscheinlich die nächste Season wieder sehr viele Bugs und Glitches drin sind und wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was es da momentan gibt, was wird rausgepatcht, was gibt's Neues und so weiter. Wird ja immer wieder Neues rausgefunden und ich hoffe, ihr habt in diesem Video jetzt ein bisschen mehr Spaß und Lust und Laune auf die neue Season. Wir zeigen euch erstmal jetzt diesen kleinen Wall-Glitch. So, wir zeigen euch jetzt mal den Glitch aus der Sicht von Twitch. Und gleich muss ich da reinstellen. Und ihr seid dann in der Wand. Ich schalte mal nach draußen. Es ist unglaublich. So sieht der Glitch aus. Und er ist jetzt momentan in der Wand. Kann immer noch von außen gesehen werden. Wir schalten nochmal rein zu Clash. Clash kann ihn natürlich töten. Aber er kann hier halt Leute rausschießen. Es gab mal einen ähnlichen Glitch in dieser Wand. Aber genau so einen Glitch gab es noch nie. Also ist mir auf jeden Fall sehr unbekannt, dass man in dieser Wand dann auch so noch gesehen werden kann. Ein sehr interessanter Glitch. Und ja, checkt auf jeden Fall den Kanal von Ultimate aus. Ultimate zeigt uns gerade hier diesen Glitch und hat ihn halt herausgefunden. Er ist auf jeden Fall der, ich sag mal, Erfinder. Und hat es auf jeden Fall irgendwie ausprobiert mit Clash, sich da drin zu verstecken. Und dann ist aus Versehen irgendwie reingesprungen und war dann da drinnen. Auf jeden Fall danke nochmal, dass du mir den Glitch zeigst. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auf die neue Season freut oder nicht. Man kann auf jeden Fall da rausschießen und auch getroffen werden. Das war's von den Burger Games. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace out und reingehauen.